In der Zeit zwischen 1990 und 2000 wurden in Afghanistan gut 90.000 Hektar an Mohnfeldern zum Anbau von Opium bewirtschaftet. In nur einem einzigen Jahr bis 2001 reduzierte das damalige Taliban-Regime diese Anbaufläche auf 7.500 Hektar. Die strengen Muslime konnten mit ihren religiösen Überzeugungen einen Drogenanbau und einen Drogenkonsum nicht in Einklang bringen. Seit die westlichen Streitkräfte in Afghanistan sind, haben die afghanischen Mohnbauern wieder Hochkonjunktur. 2004 wurde bereits wieder auf 131.000 Hektar Opium-Rohmasse geerntet. 2007 waren es bereits 193.000 Hektar Anbaufläche für Schlafmohn. Während vor der westlichen Invasion 2001 nur Opium aus Afghanistan ausgeführt wurde, sind unter amerikanischer Aufsicht mittlerweile Dutzende von Heroinfabriken in Afghanistan selbst errichtet worden. Ganze Wagenkolonnen von Geländewagen transportieren das fertige Heroin über Usbekistan in Richtung Westen. Der nächstliegende Kunde ist Russland. Dort führt das Heroin zu immensen Problemen in der russischen Gesellschaft. Russland hat die NATO mehrmals aufgefordert, die afghanischen Mohnfelder zu vernichten. Und die NATO hat abgelehnt. William Engdahl berichtet, warum. Man muss wirklich denken, ob der Hauptmission von deutschen Soldaten oder überhaupt NATO-Länder-Soldaten in Afghanistan ist die Verteidigung von dem Opiumverkehr nach dem Westen. Vor ein paar Wochen in einem NATO-Gipfel in Brüssel, die Russen haben Mitgliedschaft nicht in NATO, Gott sei Dank, aber als ein Mitteiler. Und der Chef von der russischen Drogenabteilung in der Regierung, Ivanov, hat NATO gefördert, einfach die Vernichtung von den ganzen Mohnernte in Afghanistan. Im Jahr 2001, bevor George Bush und Dick Cheney die Krieg gegen Taliban begonnen haben die Taliban die ganzen Opiumfelder in Afghanistan fast auf Null gebracht. Und nach dem Eroberung von Washington und Pentagon ist die Opiummenge von Afghanistan zu Weltrekord, so dass heute ist 93% laut der UNO Berichte über Opium weltweit, 93% aller Opium, alle Mohn für Opium kommt aus Afghanistan heute. Und die NATO hat Russland, in Russland sind wirklich ein Riesenproblem, weil die Verkehr von Afghanistan geht über Usbekistan, andere Länder, die ganz schwache Grenzkontrolle haben. Und das geht über Russland. Das ist ein enorm Sozialproblem in Russland. Fast 1 Million Leute sind in den letzten Jahrzehnten gestorben über eine Überdosierung von Heroin. Und NATO hat Russland geantwortet, wir haben Verständnis, in Klammern, Verständnis für ihre Mühe über dieses Problem, aber wir können das nicht machen, weil die Bauern in Afghanistan brauchen diese Opiumgeschäft einfach für Einkommen. Und wenn sie kein Einkommen haben, dann ist es Gefahr, dass der Taliban stärker dadurch sein soll. Ja, das ist eine Ausrede erster Klasse. Das ist eine reine Lüge. Aber Richard Holbrooke, Obamas Sonderbeauftragter für Afghanistan, hat auch was gesagt in der letzten Zeit. Er hat gesagt, wir unterstützen keine Vernichtung von Mohnfeldern in Afghanistan. Wir haben kein Interesse. Unser Interesse ist Taliban. Der Bruder von Regierungspräsident Hamid Karzai, der Bruder Wali Karzai, ist der Regional-
Opiumboss von Helmland. Es ist bekannt, es ist nicht umstritten. Und der New Yorker Times hat vor ein paar Monaten einen Bericht, wo sie erzählt haben, seit 8 Jahren ist der Wally Karzai, der Bruder von der Präsident Karzai, Geld von CIA bekommen, gleichzeitig als er den Opium-Chef von Helmland-Provinz, der größte Opium-Provinz überhaupt in Afghanistan. Das bringt eine Vermutung, dass der geopolitische Grund, warum NATO-Präsenz so eine starke Militärpräsenz in Afghanistan hat, hat überhaupt nicht mit Frieden, Demokratie einführen in Afghanistan. Es hat mit einem asymmetrischen Krieg gegen Russland und eventuell China, nicht nur Militär, aber durch Opium. Und die Involvierung von CIA hat eine lange, lange Geschichte bis zu den 60er Jahren in Vietnam. Das ist nachher bekannt, dass CIA in amerikanische Regierungsflugzeugmaschinen den Opium aus Kambodscha und Laos in den westlichen Ländern, Europa und USA, eingeführt hat. So, das heißt, die Hauptmission von deutschen und europäischen Soldaten in Afghanistan scheint, wenn wir das richtig anschauen, die Verteidigung von den Opiumernte und den Heroin-Geschäft von USA. Und das finde ich nicht das beste Grund, dass Deutsche oder überhaupt Soldaten oder Menschen ihr Lebensrisiko nehmen sollten.